Hier in dem Bereich ist ein Händler für Nekromantie, Flüche und Todesmagie, also für schwarze Magie. Hier ist für Elementarmagie, Feuer, Eis und Erde jeweils ein separater Händler. Hier sind Rüstungsteile. Hier sind die Mentalmagie-Händler. Da sind die Weißmagie-Händler. Äxte, Hämmer, Helme, Schilde. Und hier unten halt für Runen und Pläne. Da könnten wir mal kurz hingehen. Da könnten wir mal ganz kurz hingehen zu den Runen und Plänen. Und ja, hier gibt es einfach Gegner, die man nicht erreichen kann. Einfach damit es Gegner gibt, weil ich glaube, das haben die Entwickler hingemacht. Weil sonst kommt auch Mission erfüllt, also die Nachricht. Deswegen gibt es hier einfach Gegner, die nicht angreifbar sind. Die uns aber also auch selber nicht angreifen können, weil man kommt hier nicht rein, man kommt aber auch nicht raus. Ist auch nett zu sehen, wie die Händler die Sachen tragen für ihre jeweiligen, also das, was sie verkaufen. So, Pläne. Rinderzucht, Fischerszunft, also ein paar wenige Pläne haben sie. Könnte mir zum Beispiel hier den Förster kaufen, wenn ich genug Silber dafür hätte. Oder eine Schmelze. Die Elfengebäude sind teuer, ne? Runen wollte ich noch gucken. Oh! Das sind die Runen, Spezialheldenrunen. Jedenfalls aus Breath of Winter. 550 Gold für den Prinzeps. Ja, und wenn wir schon hier sind, Schwerter, sieht man auch, er verkauft wirklich sehr viele verschiedene Schwerter. Kleine Klingenwaffen, große Klingenwaffen, kleine Klingenwaffen, 11 ist, glaube ich. 11 und 12 sind so das Höchste, was ich gerade so sehe. Seelenschwert. Feuer-Eisschwerter. Hat er zufällig auch eine Erdenklinge? Nur mal so aus Neugierde. Dunkle Sichel hätte er. Egal, gut. Jetzt verlassen wir diese Insel und dann gucken wir uns noch die Questinsel kurz an. Die will ich allerdings. Ich kann eigentlich auch. Nee, gehen wir normal raus. Gehen wir normal raus. Sicher ist sicher. Weil wenn wir Startmenü machen, dann kommen wir auch wirklich ins Startmenü. Gehen wir mal in der Ego-Perspektive, also in der Third Person, das haben wir schon wirklich selten gemacht. Wir sind dadurch, glaube ich, etwas schneller. Ja. Gut, 0% Effizienz. So, dann gucken wir uns noch schnell die Questinsel an. Ja, da gibt es nur einen Startpunkt. So, die Questinsel hat hier oben erreichbar sogar ein paar Goblins. Stufe 3 Goblins, also die können wir in Ruhe lassen. Und ja, erstens hat die Questinsel ebenfalls Händler, aber für höhere Sachen. Rüstungen, Nekromantie, Schwarze Flüche, da ist Weißmagie.
Also hier ist Elementarmagie. Da ist Mentalmagie. Hier ist Rüstungen. Waffen. Und hier ist die Schwarzmagie, ja. Also hier ist das Zeug für ab Level 30, wenn man hinguckt. Ja, Siegel des Kaisers zum Beispiel. Sogar Runen-Rüstungsteile sind hier. Und die Quest-NPCs gibt es zwei Stück. Einmal hier unten Toffla und einmal hier oben Nors Schatten Schattenlied. behüte uns alle, Runenkrieger. Ein weiblicher Dunkelelf? Als Bardin bin ich frei und kann ziehen, wohin ich will. Ich lasse mich nicht einsperren wie die anderen Frauen meines Volkes. Eine Bardin der Norkane? Ihr seid wirklich ungewöhnlich. Ich bin die Tochter von Kraik Unschalach. Mein Leben kann nur ungewöhnlich sein. Von meinem Vater habe ich den Respekt für euch Lichtbeter geerbt. Und ich habe Freunde unter euresgleichen auf meinen Reisen gewonnen. Sagt, kann ich euch bitten, einen dieser Freunde zu suchen? Ich kann diesen Ort nicht verlassen, ich muss auf jemanden warten. Nur zu. Eine meiner Gefährten, Tana Klingensang, wollte schon längst hier sein. Sie wollte über Larach reisen. Danach habe ich nichts mehr von ihr gehört. Wenn ihr mir helfen wollt, dann sucht Tana in Larach und gebt ihr diese Nachricht von mir. Ich hoffe, sie ist wohlauf. Gut, dadurch erhalten wir eine Quest, das ewige Lied. Die Bardin Schattenlied ist einer dunklen Prophezeiung auf der Spur. Bringt der Bardin Tana in Larach die Nachricht von Schattenlied. Schattenlied hat eine Nachricht für Tana Klingensang. Tana soll in Larach zu finden sein. Und das ist die Nachricht für sie. Wir könnten jetzt noch mit Toffla reden, allerdings will ich das gerade nicht. Warum, kann ich euch gleich zeigen, weil es auch nicht viel bringt, ehrlich gesagt. Und ja, wenn man sich so ansieht, diese Insel hier, jedenfalls erkenne ich sie ansonsten nicht, ist eine komplett neue Insel. Also die Marktinsel, die wir gerade eben gesehen haben, war ja Graufurt. Diese Insel hingegen ist eher neu. Oder reden wir kurz noch mit Toffla? Kommt, reden wir noch mit Toffla. Ist ja nicht so schlimm. Ja, während Schattenlied hier oben in der eigentlichen Stadt steht, hat Toffla sich hier in den Slums, so wie das aussieht, versteckt. Also hier sind alles Ork-Gebäude, Troll. Naja, doch, Trollgebäude sind hier auch ein paar. Ist mir so wirklich aufgefallen, dass da ein riesiger Eisbär auf dem einen, auf dem Keulenschnitzer klebt. ja. Was ich noch sagen kann, ist, dass Schattenlied und Toffla gerade für Spellforce 2 sehr interessant ist, weil sie dort auch wieder vorkommen. Könnte es sein? Ich bin mir nicht sicher. Was starrt ihr mich so an, Norkane? Ihr seid ein Runenkrieger. Ich wusste es. Was wollt ihr? Sprecht! Ihr habt Kampfgeist. Das gefällt mir. Ich habe eine Aufgabe für euch. Mein Vater, Nasshaar, wurde vor vielen Jahren von den Lichtbetern gefangen. Sie schlugen seine Seele in Fesseln und begruben ihn. Seitdem liegt er lebendig begraben unter dem Fels. Ich versuche seit Jahren, ihn aus diesem Gefängnis zu befreien, aber keiner meiner dunklen Brüder hilft mir. Ihr könntet das mit euren Runenkräften erreichen. Lebendig begraben? Lichtbeter sollen das getan haben? Meines Vaters Macht reicht bis weit hinter den Tod, aber in den Bann geschlagen und unter der Erde verscharrt, dort hilft ihm diese Macht nichts. Das war das Ziel der Lichtkriecher. Aber er leidet wie jedes andere Wesen auch. Rettet meinen Vater, Runenkrieger. Nehmt diesen Schlüssel.
Er öffnet das Grab. Ihr findet es in Tirganach. Ja. Gut, damit haben wir die zweite Quest. Bote der Finsternis. Ein seltsamer Dunkelelf soll aus seinem Gefängnis befreit werden. Er scheint große Pläne zu haben. Sucht nach Shahs Grab in Tirganach und bringt seinen Körper zu Totlar. Totlar will seinen Vater aus der Marter der Seengefangenschaft befreien. Sucht das Grab des Nashar in Tirganach und bergt seinen Körper. Mhm. Ja, warum uns die beiden Quests jetzt gerade nichts bringen? Ja, das sind da viele Goblins da oben. Mittlerweile. Kann ich euch gleich zeigen. Also, die eine Quest ist in Larach, die andere in Tirganach. Tirganach kennen wir ja eigentlich schon aus Breath of Winter. Aber wenn ich es euch mal kurz zeigen darf. Also erstmal raus hier. Ist Larach die erste Map mit richtigen Namen, also ab Level 30 eigentlich. Und Tirganach ist hier unten, die ist von 33 bis 34. Also es dauert eine ganze Weile, bis man an diese Quests rankommt, also diese machen kann. Der Hintergrund ist ganz einfach. Die ersten 30 Maps sind hauptsächlich halt wiederverwertete Maps aus Order of Dawn und Breath of Winter. Also größtenteils. Die da zum Beispiel nicht. Die kommen mir nicht bekannt vor. Die hier aber zum Beispiel sind die südlichen Windwaldberge. Das hier ist der Bargagor. Das hier ist die letzte Map aus Order of Dawn zum Beispiel. Das hier ist das Nachtschattental, auch aus Order of Dawn. Das hier ist auch aus Order of Dawn, wo wir das erste Mal mit Nachtelfen was, mit Dunkelelfen was machen dürfen. Das ist Whisper. Ist das Whisper? Nein, halt, das ist Falons Heim. Das hier ist die Schattenlande, da wo man das erste Mal richtig gegen die Untoten kämpft. Uff, das hier kommt mir auch bekannt vor, aber mir fällt gerade nicht ein, was es ist. Da doch, das ist der Wildlandpass. Das hier ist das da, wo Rohan gestorben ist. Sagen wir es einfach so. Ja, es gibt halt viele Maps, die wiederverwertet wurden. Wie hier die nördlichen Windwaldberge. Erst hier, also das sind die hauptsächlich Order of Dawn Maps, aber auch ein paar, glaube ich, Breath of Winter Maps sind dazwischen. Oder es sind nur Order of Dawn Maps und ein paar eigene Maps. Also neue Maps, hundertprozentig sicher bin ich mir jetzt nicht. Und Larach ist auch keine neue Map, das ist ja da, wo wir durchgebrochen sind in Breath of Winter, um ins Imperium einzumarschieren, ins Rote. Shaldun ist auch aus Breath of Winter. Norima ist zum Beispiel was Neues und Miratur eben. Nee, halt, Miratur ist aus Breath of Winter. Erinda ist aber was Neues. Draugnar ist was Neues. Das hier ist, glaube ich, auch neu. Ja, einfach aus dem Grund, bis dahin sind es Order of Dawn Maps, weil das vom Hauptspiel von Order of Dawn kommt. Ab hier sind dann halt auch Breath of Winter und Shadow of the Phoenix Maps, wie Hazimah, das ist die Rote Wüste, oder Kartei drin. Und auch erst da sind die Quests reingekommen, also mit den Add-ons. Deswegen müsste man halt erst die ersten 30 Maps so spielen, bis man Stufe 30 erreicht hat. Und dann halt Larach erst starten und damit auch die Quests machen können. Ja, gut. Ich wollte euch noch ein bisschen die zweite Karte zeigen. Oder vielleicht kann ich sie euch ganz zeigen. So, ich habe mich für Elfen entschieden.
Die müssen ihren Startpunkt nämlich hier oben haben. Da können wir uns nämlich schön einbunkern dann. Spiel starten. Ich hätte ja gerne Zwerge genommen, aber am Anfang haben die Zwerge einfach nichts. Questbuch wurde aktualisiert. Ach so, weil wir die beiden Quests haben. So, dann fangen wir gleich mal an. Hier sind Beeren. Hier wäre auch Eisen.